In diesem Video holen wir uns den schwarzen Gürtel, was die Installation von Programmen in Windows angeht. Richtig gehört, auch da kann es einen schwarzen Gürtel geben. Wenn ihr bisher immer auf die Website von einem Programm gegangen seid und das installiert habt, dann habt ihr es falsch gemacht und ich zeige euch heute, wie es richtig geht. Und nicht nur das, sondern wir haben auch ein Auto-Update-Feature auf dem Programm heute. Und los geht's! Wem jetzt der Intro nicht ganz klar war, um was geht's hier überhaupt? Es geht um das Programm Winget in Windows. Und das habt ihr vielleicht schon mal in einem meiner anderen Videos gesehen, das ich euch jetzt in der Infokarte einblende. Kurz gesagt ist das sowas ähnliches wie der App Store, den ihr zum Beispiel bei Apple kennt oder den Play Store von Google. Dort werden ja von Google oder Apple die Apps inventarisiert, immer mit der neuesten Version ausgeliefert und das ist auch zum Programme installieren die einzige Quelle der Wahrheit. Also nur da installiere ich meine Programme und auch da bekomme ich Updates. Das hat verschiedene Vorteile, dass ich mir zum Beispiel weniger wahrscheinlich ein Virus einfange und dass ich Updates bekomme, ohne dass ich davon überhaupt was mitbekomme oder aktiv werden muss. Das ist ja bei Windows aktuell noch anders. Microsoft hat probiert, dem entgegenzuwirken, indem sie den grässlichen Microsoft Store eingefügt haben. Ich habe mir einmal ein Spiel darüber gekauft, nämlich Age of Empires 2, die Definitive Edition, und da hat nicht mal das Auto-Update funktioniert. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist er in den letzten Monaten besser geworden, aber der hat einen sehr schlechten Ruf und meiner Meinung nach hat er den auch zurecht. Also, den wollen wir gleich gar nicht anfassen hier. Das ist nicht Thema dieses Videos. Deshalb mache ich den auch ganz schnell wieder zu. Wir reden weiterhin über Winget. Mit Winget kann ich Programme installieren. Das ist zugegebenermaßen nicht für jeden was, ist aber relativ simpel und ich zeige euch jetzt in dem Video, wie einfach Installationen damit gehen. Vielleicht kennt der ein oder andere vielleicht ja das Programm Ninite oder Ninite. Damit kann ich hier einfach verschiedene Programme anhaken, die ich installiert haben möchte. Und dann kann ich sagen, ja, get your Ninite und dann wird das Ganze installiert. Das hat den Vorteil, dass ich hier nicht verschiedene Websites ansurfen muss, sondern mich hier einfach einmal durch die Liste klicke und dann alles installiert habe, was ich haben möchte. Und sind wir ehrlich, es gibt ja Sachen, die muss ich immer installieren. Zum Beispiel einen alternativen Browser, irgendwie meinen Passwortmanager, irgendein Screenshot-Tool, irgendwas habe ich also am Anfang von der Windows-Installation immer zu installieren. Und wenn das mehr als zwei oder drei Applikationen sind, dann lohnt sich schon, so eine Funktion hier zu benutzen. Die wird jetzt aber obsolet, indem wir einfach Winget nutzen. Ich zeige euch jetzt ganz schnell, wie wir das machen. So, wir gucken mal, ich habe hier Windows 11 in der Preview neu installiert und ich würde einfach mal sagen, wir starten die PowerShell. Und dazu mache ich einen Rechtsklick auf das Windows-Symbol hier unten und öffne Terminal als Administrator. Den folgenden Dialog bestätige ich dann einmal mit Ja und jetzt habe ich die PowerShell. Die erste Frage ist, ist Winget vorinstalliert? Ja, ist da. Ich gebe einfach Winget ein, also hier tippe ich es ein, drücke Enter und dann bekomme ich ja das Interface von Winget, die Befehle, die ich bei Winget ausführen kann. Gut, das ist das eine. Wer nicht weiß, wie er Winget installieren kann und bei wem es jetzt auch noch fehlt, der kann auch wieder in mein altes Video springen. Da habe ich die Installation von Winget gezeigt. Das ist jetzt aber nicht Thema dieses Videos. Wir schauen uns jetzt das mit schon vorinstalliertem Winget an und bei Windows 11, bei meinem zumindest, ist es auch schon da gewesen. Da muss ich also nichts weiter installieren. Alles, was wir tun müssen, ist die PowerShell einmal als Administrator zu starten. Und jetzt gehe ich auf diese Webseite, einmal entweder Winstall App oder winget.run. Beide machen quasi das Gleiche. Zeige ich euch jetzt mal hier anhand von Winstall App, die gefällt mir grafisch etwas besser. Aber ja, das war es dann auch schon. Zum Beispiel möchte ich mir einen Webbrowser installieren. Dann gehe ich auf die Kategorie Webbrowsers. Und jetzt bekomme ich hier einige angeboten, zugegeben ein bisschen wenige hier, und kann mir jetzt da einen raussuchen. Wenn ich jetzt das nicht hier finde, was ich suche, dann kann ich einfach hier diese Suche nutzen. Ich würde zum Beispiel gerne Brave installieren und der wäre dann hier zu finden zum Beispiel. Und jetzt kann ich verschiedene Dinge hier tun. Jetzt kann ich entweder sagen, ich kopiere mir diesen String hier einmal raus, kopiere den in meine PowerShell und installiere von da. Das könnte ich tun oder ich sage hier unten Select App und genau das machen wir jetzt einmal. Ich wähle mir jetzt einfach verschiedene Apps aus, die ich installieren möchte und dann wollen wir mal sehen, wie die Installation damit klappt. Zum Beispiel würde ich auch noch KeePass XC installieren, kann hier einfach auf das Plus klicken und habe dann da unten zwei Apps drin.
Was brauchen wir noch? Also ich brauche auf jeden Fall immer noch Notepad++ zum Beispiel. Und auch hier klicke ich einmal auf Plus. Ich würde sagen, zum Vorführen reicht das Ganze jetzt natürlich. Wenn ihr andere Wünsche habt, ja, dann könnt ihr natürlich hier noch andere Apps dazuklicken. So, was muss ich jetzt machen, damit ich das Ganze jetzt tatsächlich installieren kann? Ich klicke hier unten auf Generate Script. Und das ist jetzt nicht besonders spannend, was hier passiert. Ich bekomme jetzt also ein Skript, das ist in der Lage, diese ganzen Apps zu installieren. Ich könnte das jetzt machen als BAT-Datei oder als PowerShell-Skript. Da kann ich einmal auf Download klicken, kann das Ganze beibehalten und könnte jetzt das damit installieren. So, tatsächlich ist aber die einfachere Variante einfach zu sagen, Copy to Clipboard, also in die Zwischenablage zu kopieren, mein schon ausgeführte PowerShell hier zu öffnen und einen Rechtsklick zu machen, dann wird es direkt eingefügt. Also einfach Rechtsklick hier an den Cursor und dann ist es eingefügt. Ich drücke einmal Enter und jetzt wird das Ganze installiert. Ich muss hier nur den Nutzungsbedingungen einmalig zustimmen. Das kommt nur beim ersten Start und dann kommt das Ganze nicht mehr. Man kann jetzt ein bisschen zugucken, was passiert. Es wird im Prinzip nur die Installationsdatei von Brave, also vom Originalhersteller, runtergeladen und das Ganze wird dann installiert. So, ich habe jetzt tatsächlich drei Apps hintereinander installiert, ohne viele Klicks zu machen. Ich kann es hier auch nochmal prüfen, also Brave sehe ich jetzt hier schon, KeePassXC sehe ich auch schon und wenn ich nach Notepad suche, sehe ich das auch schon. Ich kann es auch direkt öffnen, das Ganze ist also tatsächlich installiert worden, ohne dass ich mir jedes Mal auf irgendwelchen Websites was runterladen muss oder ich musste jetzt auch nicht irgendwie Installationsassistenten durchklicken. Das Ganze schließe ich jetzt einmal und bin damit jetzt erstmal fein. Okay, jetzt habe ich aber vorhin gesagt, wir wollen ja den schwarzen Gürtel jetzt haben beim Programme installieren in Windows und wollen das nicht falsch machen, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Jetzt könnte ich ja noch den Vorteil nutzen, dass ich mit Winget ja auch Updates bekommen kann. Tatsächlich, das geht. Da gebe ich jetzt einfach ein Winget Upgrade --all. Und tatsächlich durchsucht er jetzt alle Programme, die ich installiert habe. Und wie man sieht, auch welche, die ich schon gar nicht, also die schon vorinstalliert sind, die ich gar nicht jetzt mit Winget installiert habe. Und wenn er eine neuere Version findet, dann fängt er auch an, die zu installieren. Also allein das finde ich jetzt schon relativ komfortabel. Ich würde jetzt aber mal Steuerung C drücken und das Ganze abbrechen. So, abgebrochen. Das Problem ist jetzt, ich möchte das Ganze ja automatisieren. Ich möchte das nicht jedes Mal manuell ausführen und vergesse es dann 2 Monate und habe veraltete Software. Ja, man kann sich dafür irgendwie ein Skript bauen und so habe ich bei mir auch so gemacht. Es gibt aber eine bessere Lösung. Und zwar gehen wir dazu auch wieder hier auf Winget und hier gibt es Winget Auto Update und zum Beispiel hier 5 Tage alt wurde hier ein neues Release rausgebracht und das schauen wir uns doch mal an. Hier unten gibt es eine WAU-ZIP-Datei, da klicke ich einmal drauf, die wird einmal runtergeladen. Und weil wir Handbücher so gerne lesen, gehen wir zurück auf die README und schauen mal, wie man das machen muss. Und hier steht einfach nur runterladen und die Install-Bat als Admin ausführen. Gut, dann machen wir das doch. Das ist unsere WAU. Das Ganze würde ich aber tatsächlich einmal entpacken, weil ich diesen ZIP-Archiven immer nicht so traue. Ich mache mal einen neuen Ordner, nenne den WAU und kopiere das Ganze hier rein. Und die Install-Bat mit einem Rechtsklick kann ich die als Administrator ausführen. Das Ganze kann ich jetzt trotzdem ausführen. Ich lade euch das Ganze natürlich einmal auf Virus Total hoch. Das war jetzt nur der Smart Screen. Da muss man sich jetzt nicht erschrecken vor. Er fragt mich jetzt, ob er das direkt ausführen soll und ich würde sagen, ja, mach mal. So, was ich hier jetzt sehe, deshalb habe ich vorhin abgebrochen, sonst hätten wir die Meldungen nicht mehr bekommen. Das kann diese berühmten Windows Toasts hier ausführen oder ja, mir halt anzeigen, dass es gerade ein Update macht. Also man kann immer sehen, wenn das Programm gerade aktiv ist und wenn es installiert hat und so. Finde ich ein ganz nettes Feature, dann weiß ich, ah, meine Programme werden gerade wieder mal aktualisiert. Es gibt dann auch noch so Special Features wie Excluded Apps, das finde ich auch recht sinnvoll. Zum Beispiel, da gibt es hier schon, ist hier schon was vorinstalliert. Das hat damit zu tun, dass Winget nicht jede App erkennen kann und dann immer wieder versucht, die neu zu installieren. Das kann manchmal ganz schön nervig sein. Auch die Browser haben Auto-Updater drin, die müssen nicht unbedingt mit Winget immer aktuell gehalten werden. Also macht schon Sinn hier diese Excluded Apps, die sind hier auch im Standard schon gepflegt. Also die kann man durchaus hier weiterhin auch nutzen. Hier gibt es auch die Winget System Apps und da ist zum Beispiel auch das Notepad++ dabei.
Und wen jetzt noch im Detail interessiert, wie diese Automatisierung funktioniert, der kann einfach mal den Aufgabenplaner starten, also einfach Windows-Taste drücken und Aufgabe eingeben, dann gibt es hier die Aufgabenplanung und hier finde ich halt die Tasks, die hier regelmäßig ausgeführt werden. Das heißt, das ist jetzt kein Hexenwerk, was da passiert, da wird auch der Aufgabenplaner benutzt, aber ich muss mir halt selbst kein Skript mehr schreiben. Was haben wir jetzt heute also gelernt? Zwei Dinge. Wir können Programme installieren, indem wir Winget benutzen, aber wir nutzen die Website WinStall-App, um uns unsere Programme zusammenzuklicken. Das geht deutlich komfortabler, als das über die Kommandozeile zu machen. Als zweites haben wir gelernt, dass wir Winget Auto-Update hier von GitHub benutzen können. Auch das ist komfortabler, als sich jetzt irgendwie selbst ein Skript zusammenzuschreiben, wenn es hier schon jemand für uns gemacht hat. Und ich habe jetzt schon fast den Komfort, den ich bei anderen Betriebssystemen habe. Ich habe jetzt also eine Art App Store, also winstall.app ist quasi jetzt hier mein App Store. Und ich habe auch die Vorteile des Auto-Updates. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo und ich bin mal gespannt, wer diese Funktion in Zukunft nutzen wird. Schreibt es mir doch in die Kommentare.